Die Tendenz zum Bauen im Bestand ist im Bundesland Salzburg in den letzten Jahren angestiegen. Grund dafür sind teure Baugründe. Ein guter Rohstoff für die Zu-, An- und Aufbauten ist Holz. Das Potenzial der Holzbauweise für eine ökonomische und ökologische Wohnraumschaffung ist enorm. Auch die Regionalität des Rohstoffs spielt dabei zunehmend eine Rolle. Wir probieren es, dass wir es bei den einheimischen Sagler bestellen. Aber natürlich alles geht nicht, aber sag jetzt mal 90% ist sicher einheimisch und regional da. Also wir fahren jetzt nicht, keine Ahnung, 500 Kilometer oder 300 Kilometer, weil der das ein bisschen billiger hat, das dann mir nicht. Holz ermöglicht eine hohe Gestaltungsfreiheit. Durch die Anpassungsfähigkeit des Materials können Architekten und Designer innovative und maßgeschneiderte Lösungen für die Aufstockung entwickeln. Beim Bauvorhaben am Mayburger Quai wollte der Bauherr eine Sanierung des Dachgeschosses. Der alte, marode Dachstuhl wurde entfernt und durch einen neuen ersetzt. Auch eine neue Decke wurde eingezogen, ebenfalls aus Holz. Eine schwere Betondecke wäre aufgrund alter Fundamente schwierig gewesen. Mit relativ wenig Aufwand haben wir einen neuen Dachstuhl, eine neue oberste Geschossdecke, auch dann mit KLH-Platten. Und in relativ kurzer Zeit haben wir jetzt dann einen Wohnraum, der was den heutigen Standards, der heutigen Norm und den heutigen Wohlfühlklima eigentlich besteht. Holz ist ein natürlicher Isolator und bietet von Natur aus gute Wärmedämmungseigenschaften. Bei der Aufstockung kann dies dazu beitragen, den Energieverbrauch des gesamten Gebäudes zu reduzieren. Die Kombination aus Holzkonstruktion und modernen Dämmmaterialien ermöglicht eine hohe energetische Effizienz. Auch entsteht eine größere Netto-Gesamtwohnfläche. Dass man mehr Wohnnutzfläche kriegt, im Endeffekt hat den Grund auf sich, dass das Holz wärmedämmende Eigenschaften von Haus aus mitbringt, um man bei den Außenwänden sich da schon schlankere Konstruktionen machen kann, mit dem gleichen U-Wert im Vergleich zu anderen Baumaterialien und dadurch halt im Innenraum dann mehr Wohnnutzfläche gewinnt. Berechnungen zufolge gehen da 3 bis 8% sind da möglich. Nicht jeder Professionist kann in Holz bauen. Man muss in Holz denken, so die Architektin Melanie Kabasch. Es bedarf einer anderen Vorgehensweise bei der Planung gegenüber der traditionellen Bauweise. Je früher ich mich mit solchen Ausführungsdetails beschäftige, desto schärfer wird eben auch das Kostenthema. Und gerade im privaten Bereich, bei Zubauten, Aufstockungen, Erweiterungen, ist ja das immer ein ganz großes Thema, dass die Kosten im Griff bleiben. Und sehr gute konstruktive Details sind essentiell für Kostensicherheit. Was mit Holz alles möglich ist, zeigt ein Zubau im Stadtteil Liefering. Schon vor 20 Jahren stockte der Bauherr in Holz auf. Die neue, freischwebende Eckkonstruktion hat es in sich. Der Zubau liegt nur auf einer Betoneckwand auf. Der eine Leinbinder ist 20x88, der gerade 1,40 Meter aus, an dem dann der andere, der Trägerleinbinder, der was 11 Meter lang ist und freitragend komplett ist, mit 20x12 Meter das Ganze tragt. Das Schöne ist, dass eine Eckverbindung nur mit Vollgewindeschrauben gemacht wird und da die ganze Last von ungefähr 15 Tonnen aufgenommen wird. Forciert wird die Wohnraumschaffung unter dem Dach mit der Änderung des Bebauungsgrundlagengesetzes aus dem Jahr 2022. Der Paragraph 25 Absatz 8d inklusive Anmerkung 15a besagt, dass zukünftig die Traufenhöhe bei Bestandsbauten um 75 cm über dem Mindestabstand erhöht werden darf. Bisher war das aufgrund der Einhaltung des Mindestabstandes von 3/4 der Traufenhöhe zum Nachbargrundstück nicht möglich. Durch die neue Regelung kann ein Dachboden zu einem vollwertigen Geschoss ausgebaut werden. Geeignet für die Umsetzung ist der Baustoff Holz. Das geringe Gewicht und der hohe Vorfertigungsgrad der Wände machen den nachwachsenden Rohstoff interessant.